auf der Straße marschieren, könnten auch zu Hause sitzen und den hohen Kaffee trinken. Aber sie gehen für ihre Freiheit und für die Freiheit ihrer Enkel und Kinder auf die Straße. Schämen Sie sich, wenn Sie zu Hause sitzen und nichts tun. Sie alle sind aufgefordert, mitzugehen und einzugreifen und sich von diesem verbrecherischen System, von der Politik nicht weiter unterdrücken zu lassen. Sie alle haben die Möglichkeit, aufzustehen und zu rebellieren. Sie alle gehören mit zur Bevölkerung. Und jeder, der nur steht und zusieht, macht sich mitschuldig, wenn die